Jo, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paraworld. Ich habe gerade eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Ja. Wir sind bei der letzten Mission. Machtprobe. Und ja. Den Erzruinen hau ich mir mal rein. Klar. Den Erzruinen. Das ist halt der Transporter. Muss ich jetzt mal gucken, wie es dann so mit den Einheiten rausläuft, weil ich würde drei davon auf jeden Fall. Ein paar Mörser würde ich haben wollen. Bogenschützen. Und Mönch brauche ich unbedingt. Mönch und den Transporter auf jeden Fall, dann Helden. Und Infanterie, Samurai. Nämlich zwei Stück. Und noch so ein paar Bogenschützen. Schützinnen. So Ninja wäre auch geil eigentlich, aber ein Samurai. Ja. Ich würde mal sagen, wir müssen starten. Uff. Oh, uff. Ich habe keine Mörser jetzt reingetan. Ah. Wollte doch zwei haben. Und starten. Jarvis Babbitt, ich habe Sehnsucht nach dir. Ich will dir ganz nahe sein. Und manchmal habe ich im Schlaf das Gefühl, ich könnte dein Blut riechen. Du bist so ein kultivierter Mann, Babbitt. Ada hat mir davon erzählt. So kultiviert, dass du uns lieber verbannt hast und Tod und Verderben über drei Völker gebracht, als dir Seifenopern im Fernsehen und vollgestopfte U-Bahn anzutun. Ja, ich freue mich schon auf dich. Wir beide werden sicherlich ein intensives und für beide Seiten anregendes Gespräch führen. Natürlich erst, nachdem ich dich zerteilt, zermalmt, zerbröselt, gehäckselt, filetiert, zerquetscht, zertrampelt, zerpulvert, verhackstückt, zermatscht, in Scheibchen geschnitten, breit gesessen und dir ordentlich auf die Schnauze gehauen hab! Von dem breit gesessen und zertrampelt, so zertrampelt, als wäre er ein Elefant oder sowas. Unfassbar. Es ist, als erblickte man den Vorhof zur Hölle. Herzlich willkommen in meinem Hauptquartier. Ich hoffe, ihr habt den kurzen Augenblick des Triumphes genossen. Denn lebend werdet ihr diesen Krater nicht verlassen. Da oben ist die Differenzmaschine. Daneben müssen wir unseren Apparat aufbauen. Nikolai, jetzt liegt es an dir. Showdown im Inneren eines brodelnden Vulkans. Eigentlich gibt es sowas nur im Kino. Yep. So. Formation! Wissen ist Macht. Ich will kämpfen. Ich gehe vor. Auf dem Weg. Weil. Da lang. Ich gehe vor. Was gibt's? Macht euch bereit.
Rock'n'Roll! Rock'n'Roll! Ach, der kann sich nicht selber heilen. Oh. Alles fließt. Neue Ziele? Nächste Aufgabe. Hey, worauf wartet ihr? Ihr Kummer. Wir haben meine Zustimmung. Okay, ich muss hier erstmal die Scheiße da weghauen. Alles fließt. Ja. Die Position. Ich kann es sehen. Wünsche? Was für ein Spaß. Stets bereit. Kein Problem. Wissen ist die Macht. Die Einheiten dürfen jetzt nicht dürfen in dieser Mission wirklich nicht sterben. Weil sonst bin ich wirklich am Arsch. Jeder bleibt bereit. Gib alles. Und vor allem keiner der Helden darf sterben. Gute Schutzlinie. In Position. Ja. Was soll ich tun? Auf Energie. Und los. Ja, bitte. Macht euch bereit. Ach, da sind Artefakte drin. Ah, ja. Ah, alles klar. Da lang. Okay. Gute Schutzlinie. Neue Ziele? Hey, worauf wartet ihr? So. Geht's los? Ich mag das. Wissen ist Macht. Alles fließt. Was soll ich tun? Auf mir Kummer. Hallo. Ich komme. Ja! Alles fließt. Liegen die Master auch oder sind die einfach zu weit weg? Ich will euch helfen. Wünsche? Jawohl! Ausgezeichnet! Gute Schusslinie! Gute Schusslinie! Alles unter Kontrolle! Alles unter Kontrolle! Ja! Wie ihr wünscht! Ja! Wie ihr wünscht! Wie ihr wünscht! Ich diene euch! Was hast du vor? Nächste Aufgabe. Habt ihr Kummer? Was für ein Spaß! Allzeit bereit. Hey, worauf wartet ihr? Ich gehe vor. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Endlich Action! Ah ja, cool, jetzt habe ich die auch. Aus dem Turm. Hey, wo wartet ihr? Da lang. Das ist wahrlich super. Platz da. Bald habe ich zwei von den Türmen. Da. Auf dem Weg. Sie dürfen nicht entkommen. Okay. Ich führe die Kraft. Problem. Das könnte funktionieren.
ausgezeichnete Wahl. Mehr als präzise. Mehr als präzise. Finde den Weg. Genau getroffen. Nicht lag. Das könnte funktionieren. Ah, okay, die schießen es auch von da oben aus. Wohl an. Wohl an. Nächste Aufgabe. Geht's los? Ich mag das. Was für ein Spaß! Sie dürfen nicht entkommen. Da lang. Ich gehe vor. Kommt. Ich mag das. Sie dürfen nicht entkommen. Macht euch bereit. Ich gehe vor. Na, alles klar? Macht einfach die Einheiten platt und dann geht das schon. Finale, glaube ich mal. Ich glaube, ich werde das Finale einfach in einem Stück hochladen. Genau das tue ich. Ich werde dieses Finale an einem Stück hochladen. Alles halt bereit. Das könnte funktionieren. Finde den Weg. Das wird funktionieren. Nächste Aufgabe. Lässt sich machen. Samurai. Kann's kaum erwarten. Nächste Aufgabe. Da lang. Okay. Schnell. Ah ja, da steht ja Ada dran. Denn der gute Dings, wie hieß er denn nochmal? Der Heinrich, Thomas. Der Kleemann da. Der hat ja auch sowas. Da müsste aber noch irgendwo so ein Artefakt sein. Wohl an. Hey, worauf wartet ihr? Okay. Endlich Action. Ich glaube, das wird aber jetzt nicht so einfach. Oder ehrlich gesagt, ich denke, da kommt bestimmt noch mehr. Auf dem Weg. Sie dürfen als nicht das entkommen. Hier. Ich weiß ja, was passiert, aber trotzdem. Ich sage es ja auf jeden Fall. Los, mal so. Ich vermute es mal. Ich weiß es. Und los. Ich weiß es. Ich mag das. Aber wie gesagt, Leute, ich weiß auf jeden Fall noch nicht, was ich danach jetzt planen soll. Ich habe extra heute eine Runde draußen gedreht an der frischen Luft, damit ich klar denken kann, um einen Entschluss zu fassen, aber... Nee,
Endlich Action! Mir ist keine Idee gekommen. Was für sollte ein ich Spaß. Mal hier das so machen, dann muss ich die nicht mal alle auswählen. Rock'n'Roll! Endlich Action! Wieso kommen die immer doppelt raus? Zwieback. Okay, das erinnert mich jetzt irgendwie an so eine Fabrik aus Daisy. Formation. Okay, jetzt kann ich alles zerstören. Hier die Kaserne, aber ich brauche jetzt keine Schädel mehr. Denn es sind ja schon alle aufgestuft. Ich werde es an der Stelle schon mal speichern. Platz da! Kommt! Ah ja, Ank der Kraft. Ich hoffe mal, ich habe das Ank der Kraft noch. Und nicht, dass es da hinten rumliegt. Es liegt da hinten rum. Dir. Ja. Los geht's. Na, alles klar? Speichern. Speichern. Keine Ahnung, jetzt die Killermaschine. Die Killermaschine. Speichern. Hey, worauf wartet ihr? Fertig! Aber das sehe ich doch ganz genauso. Die Energie reicht nicht aus. Mechanische Monster. Ich muss die Energie mit Hilfe der Steuerkonsolen umleiten. Bleib in Deckung, Nikolai. So. Jetzt geht das doch schon besser. Okay. Kommt. Kommt. Und los. Auf geht's. Auf geht's. Ich will kämpfen. Ich bleib. Ah, alles klar. Dala, kommt. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Rock'n'Roll. Der Weg ist Ziel. Was für ein Spaß. Aufgabe.
Was für ein Spaß! Yippie! Ja! Wissen ist Macht. Ihr habt meine Zustimmung. Geht's los? Rock'n'Roll! Was hast du vor? Ein Volltreffer. Allzeit bereit. Für tägliche Entscheidung. Okay. Ich bin da. Was für ein Spaß! Wie ihre... Für den Clan! Nächste Aufgabe. Was für ein Spaß! Das wird wehtun. Ich will kämpfen. Geht's los? Okay. Eine ausgezeichnete Wahl. Na, alles klar? Ich mag das. Ich hab da eine Idee. Was für ein Spaß! Habt ihr Kummer? Geht's los? Okay. Links tot. Beiden Beinen. Mönch. Geht's los? Ich will kämpfen. Nächste Aufgabe. Ja. Ich stehe in eurer Schuld. Macht euch bereit. Was hast du vor? Ein Volltreffer. Was für ein Spaß. Klick-Klack. Gute Schusslinie. Nächste Aufgabe. Auf in den Krieg. Geht's los? Okay. Ich will Wir waren gehen. Mehr Heilbrunnen, das weiß ich. Endlich! Oder war das noch auf höherem Schwierigkeitsgrad? Wir dürfen nicht entkommen. Nächste Aufgabe. Ich gehe vor. Okay. Platz da! Was verliert hat denn der Skorpion jetzt für eine Attacke verloren? Oder was kann der jetzt noch? Ach, der hat sein Vor... Ah, der kann den Flammenwaffen nicht mehr. Oh, die aufwendigen Animationen. Wie Bela da dran steht. Okay. Mache ich gleich mal schnell Pause und unterbrechen. Endlich Action! 10.000. Was für ein Spaß! Er wird mir zu Füßen liegen. Da. Boom, Baby! Da. Ich liebe diesen Composite-Bogen. Wobei. Spiel speichern. Ich nenne es Jarvis. Ende oder so. Mal so vorsichtshalber hier ist. So, schon mal dann. Kann ich mir das Zeug im Nachhinein angucken. Jobs Ende, Speicher. Okay, jetzt kann ich speichern und dann... Okay, gut. Okay.
gratuliere, Mr. Cole. Sie haben gewonnen. Alles, wie es scheint. Geben Sie mir Ihre Hand. Wir nehmen Sie mit zurück. Nein, Mr. Cole. Ich glaube nicht, dass ich in die alte Welt zurückkehren werde. In eine Welt, in der der nächste Scheck mehr wert ist als Mut, Ehre und Tapferkeit. In der Krieg keinen Kampf mehr bedeutet, Mann gegen Mann, sondern nur noch ein sinnloses Dahinschlagen ist. Jarvis, nimm seine Hand! Wenn dieser eine Welt zu neuer Blüte führen wollte, wird es wahrscheinlich bald ebenso zugehen, Mr. Cole. Leb wohl, Ada. Bis zum nächsten Mal, Mr. Cole. Cole, Ada, wir müssen hier raus! Bela! In Ordnung, los! Ja! Jetzt alle durch, schnell! Beeilt euch! Ich gebe die Koordinaten ein. Geh, mein Freund! Nikolai! Geh schon! Ob er es noch schafft? Cole. Hier ist Bela. Cole, ihr müsst euch sofort auf den Weg zu uns machen. Hört zu, ich weiß nicht, ob es etwas mit den Seas zu tun hat, aber irgendwie scheint das Gefüge der Welten gestört worden zu sein. Was? Wie kommst du denn darauf? Ich glaube, das solltest du dir besser selbst erzählen. Es scheint in New York zu sein, glaube ich zumindest. Ja. Und das war Parowood. Ja, so viel kann ich gar nicht mehr dazu sagen. Ja, es war auf jeden Fall mein drittes Projekt, was ich jetzt zu Ende gebracht habe. Und so. Ich weiß auf jeden Fall nicht, was danach kommen wird. Es werden zwei neue Sachen auf jeden Fall angefangen, das weiß ich. So wie bin ich mir da schon sicher. Ich habe da zudem noch ein paar Folgen. Ich glaube jetzt insgesamt, glaube ich mir damit jetzt 10 oder sowas, die ich noch hochladen kann. Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich schon mal herzlich für euch an euch, meine treuen Zuschauer. Oder eher gesagt, bei euch, meine treuen Zuschauer. Da ihr hier das mit mir durchgestanden habt und die Parts gut geguckt habt und hoffentlich meine ganzen anderen Videos alle auch noch weiter mit anschauen werdet. Darauf würde ich mich freuen und gute Kommentare da lassen, denn es gibt nichts Schöneres, als wenn ich mich in YouTube einlogge und dann immer sehe ein Kommentar unter ihrem Video. Ja, ihr solltet da mal wirklich irgendwie so ein bisschen aktiver sein. Ja, an sich über das Spiel selber, es ist super. Ich finde es ja auch super.
Ich habe früher, an sich früher, ziemlich noch besser gefunden. Denn, ich habe es ja immer sehr gesuchtet. Auf jeden Fall ein schönes Projekt. Der Endboss, der Endkampf war irgendwie vielleicht so ein bisschen, ich finde, der Endkampf war wirklich irgendwo etwas lasch. Man hat zwar diesen riesen Skorpion, sonst sind mir immer meine ganzen Einheiten gestorben, bis auf die Helden. Aber da habe ich auf einem höheren Schwierigkeitsgrad gespielt. Und ja, aber und ich muss sagen, das mit Jarvis ist irgendwo so ein bisschen, ich finde, es ist schlecht gemacht. Er hat zwar 10.000 Lebenspunkte, aber es ist an sich ja so, dass er einfach durch diese ganzen Fähigkeiten, die Helden haben, ist so schnell down. Das hat man ja gesehen. Der hatte nur noch letzten Endes sogar 2.000 Lebenspunkte und ist dann einfach runterwärts, einfach runtergegangen. Ja. Aber gut. Ja, mehr kann ich dazu auch wirklich nicht sagen. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf die nächsten zwei Projekte mit euch. Ich würde sagen, ich lasse hier die Credits mal ein bisschen noch durchlaufen. Werde mich währenddessen dann einfach muten. Dann könnt ihr noch schön die Credits angucken. Und ja. Da würde ich natürlich mal, ich werde natürlich noch, wenn die Credits fertig sind, noch was sagen, aber auf jeden Fall genießt erstmal die Credits.
I never thought I'd appear in front of such a large audience. Ja. Zum Hauptmenü. Also Leute, das war's jetzt auch endgültig mit Paraworld. Es wird nichts mehr kommen, nicht so wie bei Gothic 2, dass ein extra Part kommt. Nope, es war's. Punkt. Strich aus. Irgendwas. Maus. Ja. Also, dann würde ich mal sagen, bewertet die Parts, je nachdem, wie sie euch gefallen haben. Oder exakt, bewertet den Part, weil es ja ein Part. Da hatte ich jetzt an, werde ich rendern und an einem Stück hochladen. Ja. Also bewertet den, wie schon gesagt, bewertet den Part, je nachdem wie euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da. Und natürlich Sun Bros, Praise the Sun, Yao und bis zum nächsten Projekt.